herzlich willkommen zu einem weiteren Rühmchen. Nein! Juhu! Dann müssen wir auch lauter machen. Und so, jetzt sollte es etwas besser sein. Ich hoffe, es übersteuert nicht. Das sollte aber nicht passieren. Okay. Ja, wo bin ich raus? Hier. Ich bin ja immer noch dabei, ein bisschen Erze zu holen, zu farmen. Und jetzt werde ich mir jetzt hier erstmal ein Portal hinstellen. Ja, Hugin, ich weiß, was du willst. Das nennen wir auch mal Erz. Da soll ich es hin. Dann brauche ich mal ein bisschen Kohle. Na doch, die Hälfte reicht ja. Nein, Zinn können wir ganz nehmen, nur einschmelzen. Denn wir wollen ja noch ein bisschen. Ah, ein bisschen Zinn, ein bisschen Kupfer holen. Und ich brauche noch ein paar Augen. Beziehungsweise ich nehme mir gleich die Sachen mit für ein zweites Portal. Ich war ja so frech und habe mir das Ganze so eingestellt, dass ich Erze durchs Portal mitnehmen kann. Jetzt könnte alle Cheetah schreien, aber mir ist das ehrlich gesagt zu nervig. Wegen den Erzen immer hin und her und her und hin. Das ist einfach nur Lauferei, das kostet Zeit. Und da habe ich nicht so die Motivation zu, gebe ich ehrlich zu. So, jetzt fehlen uns noch 4 Grauzwergenaugen. Habe ich noch. Was wir auch noch machen können, ja, sollte ich mal diesen Kram reparieren. Ich habe, wo ich offscreen noch ein bisschen was gefarmt hatte, ich habe hier schon wieder ein bisschen Zinn drin, ein Kupfer. Da war ich schon ein bisschen fleißig. Was ich mal machen wollte, einmal reparieren. Und ich habe ja ein bisschen Trollleder schon. Könnte mir vielleicht Upgrade. Die Hose noch ein wenig aufwerten. So, fürs nächste fehlt mir dann halt die nächsthöhere Stufe. Aber was wir vielleicht noch machen könnten, wäre der Lederhelm, was hat der? Der hat Rüstung 2 und der Trolllederhelm hat Rüstung 6. Da fehlen noch ein paar Knochen für, die haben wir aber auch. Und dann können wir uns da auch nochmal schnell die Trolllederhaube machen. Kann ich die schon aufwerten? Nee, ich glaube, da fehlt mir. Ah, da fehlt mir so ein bisschen Trollleder für. Ja, okay. Der nächste Troll kommt bestimmt. Please hold the line. So. Dann habe ich mir hier oben meine Rüstungskiste. Kann das Zeug dann auch rein? Könnte was zu essen vertrauen, ja. Wie viel habe ich denn eigentlich noch dabei? Das noch einmal da. Z und V. Das reicht definitiv. So, Tür zu. Was ich heute auch auf jeden Fall noch machen möchte, ist dann noch mit dem Schiff ein bisschen zum Urelten fahren. Uns das da vielleicht schon mal angucken. Aber da hätte ich natürlich davor auch noch ein paar gerne ein paar Augen. Das wird ja jetzt gerade schlechter. Das war natürlich klar, dass ich jetzt losgehe und es fängt an zu regnen. Ich hatte gerade so die, wo ich nochmal die Mods durchgeguckt habe. No Rain Mod. Ich war kurz davor, sie zu installieren. Hebt er die wieder nicht auf. Oh, ey! So. Was ist das mit
Ah, okay. Ich bin kein gekochter Fisch. Ah, jetzt weiß ich warum. Er das Aufheben bei mir das automatische manchmal ausschaltet. Alles klar. Auf V kann man das nämlich ein- und ausschalten. Ich hatte das gelesen und ich dachte, hey, warum ist das so? Ja, auf V habe ich auch mein Essen liegen. Das muss ich natürlich mal umlegen. Oder irgendwas muss ich davon mal umlegen. Wie Krautzwellen auch mal eins fehlt und so. Ist hier noch einer? Ja, dann würde ich nämlich hier gleich im Tor hinsetzen und dann könnte ich das Erz schnell abbauen und rübertragen. Und dann würde ich sagen, arbeitet man sich dann so oder langsam darüber. Hey, es ist natürlich auch wieder kein Grauzwerg da. Genauso wie in den Turm werde ich dann später auch eins reinbauen. Unten lungerten ab und zu mal welche rum. Weil hier wie auch Kupfer. Und hier lungert auch ab und zu mal ein Troll rum. Hier habe ich wieder einen Krieg gehabt. Die haben sie rausgenommen hier so ein bisschen. Hallo, Grauzwerge. Wahrscheinlich bei dem Kackwetter haben die auch keinen Bock. Ja, ich darf nicht zu hoch gehen, denn da ist Eisgebiet. Hier noch auch irgendwie Kupfer oder irgendwas gesehen. Ja, da auch Kupfer, genau deswegen. Da ist einer. Hallo, Herr Grauzwerg. Sind der genauso blöd wie ich? Au. Ja, jetzt reicht's, jetzt ist langsam gut. Danke. So, braucht ihr noch ein bisschen Holz gleich? Nee, wir müssen erst eine Werkbank bauen und dann. So, können wir wieder zurücklatschen. Ah. Ups, okay. Aber Holz sollten wir da ja kriegen. Eigentlich fehlt es noch der Troll. Wo bin ich hin? Das gibt Marmelade. Können natürlich auch hier anfangen abzubauen. Könnte mir hier nämlich ein Portal reinstellen. Was fehlt mir noch? Nee, alles da. So. Erz. Hallo? Ah, okay. Wenn wir mal gucken, ob die Mod jetzt klappt. Das interessiert mich nämlich auch mal. Ja, hier müssen wir auch mal den Troll da unten aufwecken. Und der mir auf einmal Hallo sagen kommt. Finde ich nicht so lustig. Dabei. Ja. Einmal nur zum Testen, würde ich gerne hin und her reisen, ob das auch so funktioniert. Ob ich das Portal richtig rumgebaut habe. Ja, alles gut. Perfekt. So wie es sein soll.
Ist denn mein Schiff da hinten noch heile? Oh, ich habe da immer so ein bisschen Angst. Den Reparaturhammer. Ja, alles gut. Alles gut. Ja, was ich auch offscreen gemacht habe. Ich habe hier noch ein bisschen weiter gebaut. Auch hier einmal so ums Häuschen rum. Dass wir irgendwann Palisaden setzen können. Dass wir das Ganze absichern. Spätestens wenn wir den Uralten gelegt haben, dann kommen dann wirklich die bösen Sachen. Also gut, dann bauen wir da erstmal das Kupfervorkommen hier vorne ab. Hier, ob man das Ganze vielleicht mit der Tür sichert. Vielleicht hier oben noch ein Dach drüber baut, ne? Dann brauche ich hier noch ein bisschen Holz. Könnte ich mir mal schnell klopfen. Obwohl, wenn ich da jetzt ein Dach drüber baue, dann ist es wieder blöd, wenn ich einen Troll jage. Pfeile hätte ich mir auch mal machen sollen. Wenn die Taschen voll sind beim nächsten Mal oder die Hacke kaputt ist. Dann. Jetzt sollte ich mir als nächstes eine Kupferhacke machen oder sowas. Ist dann auch ein bisschen flinker. Oder meine jetzige aufwerten. Das geht natürlich auch noch. Nicht Kupfer, Bronze, Spitzhacke natürlich. Das wird ein etwas tieferes Loch hier. Weil vorne das erste, was ich abgetragen habe, da habe ich natürlich ein bisschen auf Schönheit geachtet. Aber hier ist mir das jetzt relativ egal. Mal gucken, oder sind die nur oberflächlich? Ah ne, da ist noch ein bisschen Kupfer, also ich sehe es schon, dass da rausguckt. Und das Portal werde ich auch mal mitnehmen, weil ich brauche auch noch ein bisschen Zinn. Das ist ja das Nervige an der Bronze erstmal, dass man da ja Kupfer und Zinn braucht. Oh, jetzt war ein Hacke kaputt. Dann gehen wir mal kurz nach Hause, reparieren die Spitzhacke, machen uns gleich noch ein paar Pfeile. Was haben wir denn? Kupfer. Na, das war eine tolle Ausbeute. Ja. Ungemütliches Wetter. Ah, das war ja klar. Ich starte die Aufnahme und so, dann haben wir ein bisschen Holz. Hätte ich auch aufs Bühne ein bisschen gefarmt. Ne? Achso, ein bisschen mehr Harz würde ich sagen. Ne, das habe ich nicht hier, das habe ich glaube ich hier, ne? Ja, noch habe ich keine richtige Ordnung hier. Feuerpfeile.
Okay. So. Das Harz auch wieder zurückpacken. Nee, das ist eine Kiste. Ja, ein Dungeon muss man auch bald mal wieder machen. Repariert. Geh dann zurück. Das Holz zurück. Ein Auge kann ich auch wieder reinlegen. Die Blaubeeren hatte ich hier. Pilze auch. Disteln. Gehen wir rüber. Na, jetzt ist es auch schon spät. Okay. Ich habe keine Kohle mehr. Aber wir haben jetzt ein paar Zinnbar, dann können wir ein paar Bronze herstellen. Ja, das ist jetzt so die Überlegung, was ich jetzt noch mache. Bisschen Bronze herstellen. Okay, hier mit Kupfer. Kupfer haben wir ja noch da. So, natürlich auch noch ein bisschen hier aufwerten. Ah, die Werkbank aufzuwerten. Metfass wäre natürlich nicht schlecht. Was fehlt uns hier? 10 Kupfer, das ist natürlich teuer. 25 Edelholz. Kupfer. Ah, der braucht 2 Bronze und 5 Holz. Der Amboss. Das könnten wir tatsächlich machen. Dann würde ich sagen, nehmen wir hier nur die Hälfte. Ja. 2x Bronze. Dann können wir hier den Amboss nebenstellen. Sehr schön. Dann haben wir die Schmiede auf Stufe 2. Mir auf jeden Fall das Bronze-Schild, weil das wird einiges abhalten. Und ich glaube, ich habe noch 10 Stück. Das werde ich auf jeden Fall herstellen. Ich kann hier, aber dem kann ich leider nichts anderes auswählen. Er hat Blockrüstung 16. Schwarze Blockrüstung 18. Okay. Oder schlechter. Nicht 3. Ich rude etwas leichter. Wenn ich den Feld einfach nur aufwerten will, ne? Naja, egal. Hätte ich mal vorgeguckt. So, das kommt hier auch rein. Ja, jetzt so die Überlegung, fährt man zum Uralten? Habe ich hier noch was Gebratenes drin? Ja, da habe ich noch welche drin. Die von dem Wildschwein könnte ich mir noch mal ein bisschen machen. Ja, mal gucken, wie wir hier entstellen. Lagerfeuer erwische. So. Ich müsste vielleicht noch ein bisschen was möbeltechnisch herstellen. So.
zu futtern. Und dann würde ich sagen, Inventar ist einigermaßen leer. So ein bisschen Holz. Ja. Nehmen wir zur Not noch mal ein bisschen was farmen. Aber. Oh, ist da runtergefallen? Was ist da? Was hat's da? Ein Stein. Erdnuss sollte man sich vielleicht. Nö, ja, komm. Wir fahren jetzt einfach mal hin. Ja, nee. Sorry. Das, wenn das überlegt, das würde die Folgelänge sprengen. Machen wir dann in der nächsten Folge. Dann hacken wir noch ein bisschen Erz. Welches Unheil droht. Ein paar Trollpelze könnten wir noch gebrauchen. Ne, alles gut. Alles ruhig. Kein Trollspawn. Ich warte immer noch darauf, dass aus dem Eisgebiet dann mal irgendwie ein Wolf oder was runterkommt. Okay, machen wir mal ein bisschen. Hier noch. Ein bisschen Kupfer frei. Ich dann nebenbei noch ein bisschen einschmelzen. Wenn wir irgendwo Sudlingkerne haben, dann würde ich noch eine zweite Schmelze und einen zweiten Köhler bauen. Wo voll ist das? Ach, da haben wir ja noch reichlich. Ich würde natürlich, bevor ich gegen den Überalten kämpfe, gerne meinen Bogen noch hochrüsten und. Das kostet alles. Von dem brauchen wir Edelholz. Da werde ich auch noch einiges farmen müssen. Dann denke ich mal, dass wir auch beim Urheil noch irgendwie eine kleine Base bauen müssen. Ja, genau, ich will auch gucken, ob ich meine Spitzhacke ein bisschen aufbessern kann. Was auch noch. Kupfer. Ja, wir buddeln uns hier schon einen kleinen Krater. Oder hier bauen wir noch mal über eine zweite. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Steine, die wir mitnehmen können. Die Steine brauchen wir nachher noch zum Auffüllen wieder. So, damit ist sie hin. Dann können wir zurückgehen. Schubsen das noch gleich in den Ofen rein. Und
Ist voll. Ein Schnolz dabei. Füttern wir gleich den Kühler. Ja. Ja, Holz, Holzkohle, das ewige Problem. Mal gucken, was brauche ich denn, um die Picker ein bisschen aufzuwerten. Upgrade. Die Hacke, ach, die kann ich gar nicht upgraden. Okay. Der Edelholzbogen, da fehlt mir 5 Edel. Das hätte ich sogar. Edelholz, Kernholz. Da war ich ein paar Hirschfälle. Da kann ich doch den Bogen upgraden. Das mache ich doch gerne. Ja. So. Einmal, oh ja, zack. Tauschen. Zurück. Deine. Ja, überlege. Nehme ich mir gleich Kerne dann mit auf Fahrt. Ja, auf jeden Fall in der nächsten Folge geht es dann weiter auf Großfahrt. Bis dann.